wieder so Jugis Hoffnungspaar oder Jugis Glück oder so. Ja, Jugis Glück. Jule und Ben. Nee, Nela und Ben. Mit Hoffnungspaar ist alles. Schlagern sitzen können. So, Kranus ist Geschichte. Dann kommt man gar nicht reicht der Elf. So. Weiter gehen wir mal mit Süßstrahl drauf, obwohl das ein Geist-Pokémon ist. So, Polita reicht ja mit 25 und will jetzt Flammenrad werden. Das ist gut, da kann ich mich den scheiß Tackle mal rausnehmen. Nein, das zieht mich jetzt runter. Ja, was sie jetzt gesagt hat, habe ich jetzt natürlich nicht mitgeschnitten. Also nicht mitgesprochen. So. So, da sind wir schon oben. Und haben diese beiden alten Damen vor uns stehen. Im Turm der Kronen haben die Seelen ein geschiedener Pokémon ihren Frieden gefunden. Soweit jene, die sich eines langen Lebens freuen durften, als auch jene, deren Zeit kürzer bewissen war. Die Seelen aller von uns gegangenen Pokémon finden hier Trost und Ruhe. Vielen Dank, dass du da hier warst. Da nehmen wir diese TMs. Das wäre TM 96. Ja, letzte Stärke und die VM-Attacken kannst du große Felsen bewegen, die dir den Weg versperren. Um die VM-Attacke Stärke über den Pokémon setzen zu können, musst du Arena aufsuchen. Ja, weiß ich nicht mehr. Leider weiß ich nicht mehr, welche das waren. Ich schon. Lass mich deine Abreise von mir etwas weniger geschützt gestalten. Nimm dies. Dein Schutzband! Jetzt wird dieser Schutzband den Pokémon, das an der Spitze des Teams jetzt greifen, wilden Pokémon selten an und ihr könnt ungestörter reisen. Okay, cool, dankeschön. So, ich gucke gerade, ob ich hier noch ob ich einen Fluchteil habe. Habe ich. Und damit können wir zurück. Und haben das nächste Kapitel abgeschlossen. Und das heißt Route 209 bzw. Turm der Runen und auch die Untergrund. Wir wollen die Untergrund holen, werden wir tatsächlich noch einmal uns dann angucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und dann erkunden wir mal Trost zu. Und ja, dann schauen wir mal, was es da so gibt. Da gibt es bestimmt auch zwei uninteressante Dinge. Ich kann auch schon sagen, ja, gibt es. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind heute Trost, du. Das erste, was ich heute mache, ist mein Team mal heilen. Und dann werde ich die Stadt, glaube ich, erstmal noch ein bisschen links liegen lassen. Je nachdem, wie die Zeit jetzt gerade sagt. Weil ich wohin möchte mit euch. Und zwar gibt es in Trost, du Ruinen. Die Trostruinen. Und die möchte ich mir heute tatsächlich mit euch gemeinsam einmal anschauen. Mal gucken, ob ich jetzt gerade hier durchkomme. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es
Na super. Ich habe mich hier ein bisschen verzettelt gerade. Ich müsste mich da eigentlich da woanders hin. Ich muss jetzt gerade momentan nur den Eingang sehen, finden, ob ich jetzt. Ich komme doch da hin. Ich wollte gerade sagen. Hab da rein jetzt. So, herzlich willkommen in den Trostruinen. Die gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Wir finden erstmal eine Sprühdose Schutz. Ihr findet auf jeden Fall hier allerlei Items mit. Trainer? Ja, was ist denn jetzt mit diesem Ruin? Doch gerade deshalb komme ich so gerne her. Schau nachher bei dir bei mir zu Hause vorbei. Okay, dann gebe ich dir meine Wackelkapseln. Die kannst du mit dem Zickkopf verzieren. Okay, danke schön, nehmen wir die mit. Keine Items hier gerade. Unter den Steinen. Doch hier ist noch ein Fluchtseil. So. Warte mal, komme ich hier hoch? Da ist nichts. Ich hätte das gerade versucht irgendwie zu lesen, aber ich kann es vergessen, oder? Wir kriegen es doch hin irgendwie, oder? Oben rechts. Unten links. Oben rechts. Oben links. Oben links. Unten links. Das kriege ich doch. Das müsste ich mir jetzt alles aufschreiben. Und dann wüsste ich Bescheid. Aber wie gesagt, wir gucken uns das Ding ja sowieso komplett an. Deswegen ist es irrelevant. So. Ach, wir sind wieder am Anfang. Oder? Ja. Deswegen. Ich will das mal ein bisschen genauer angucken. Dass ich irgendwas verpasse. Das wäre ja blöd. Stell dir mal wieder am Anfang. Gut, dann würde ich jetzt da lang weitergehen. Geht gar nicht. So, komm hier runter. Okay, dann muss man doch da für mich den Weg gewesen. Das ist unwichtig. Doch ein Trainer. Ja, wenn man das so verliert, geht auch nicht so. Das muss einen Grund haben. Versuch keinen Einfall. Ich lerne ja einen Kampf einfach. Kommt du? Da waren aber auch noch keine. Das ist ein Pokémon aus der zweiten Generation, glaube ich, ne? Dritte Generation. Gold, Silber. Ja, jedenfalls hat dieser Trainer ein Pokémon aus der ersten Generation mit Kleinstein. Machen wir das doch mal. Gehen wir da mit Fußkick rein. Das Viech hat Gott sei Dank keine Robustheit. So, gegen Bronze, das ist für die Teile. Damit. Dieses Bronze hat ja eine schlechte Gefühl. So weit, so gut. Also bildet sich das halt. Bildet sich das an. Also ich greife mal an und schlagen es mit einem Volltreffer. Damit. Ja, dass du in unsere Ecken kommst. Mit Level 25. Wenn ich jemanden einsetzen kann, mein Freund.
gehen wir mal zurückfahren. Die Zeit für ein Team voll ist. Das war jetzt noch ewig noch brauchen. Ah, das kriegen wir schon. Das dauert nicht mehr so lange. So, der Ruin-Mac ist besiegt. Ich gebe auf. Ich werde mir nicht lange die Kopfhörer der Leute dieses Autos zerbrechen. Ich will eigentlich auch nur die Items haben, die noch so liegen sollten. Ein Riesenpilz. Na, warum nicht? Ich dachte, wir kriegen irgendwas. Was Wichtiges. Ich glaube, das ist doch der Raum, wo ich hin wollte. Oh, tatsächlich ein Cockpit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt auftaucht. Das werden wir nämlich jetzt auch fangen. Also ich werde es nicht ziehen, aber ich werde es fangen, weil ich den Eintrag haben will. Deswegen geht's aber los. Jo, Hammer. Der Inkognito wurde gefangen. So. Gut. Das ist, glaube ich, ein C oder so. Ah, ein weiterer Sonderbogen. Hirntafel. Okay, sind wahrscheinlich für Arceus. Wird dann gleich zum Typ Psycho. Und ein Nugget. Nugget gibt uns 5000. Pokédollar. So. Okay, ich dachte mir, jetzt haben wir sowas verstanden. Gut! Haben wir die Trostung? Nee, aber doch. Ah ja, wir haben noch Zeit. Jetzt brauche ich jetzt wieder eine kurze Folge. So, dann gehen wir da hoch. Ich habe ja. Gut, dann habe ich, bin ich hier links, will ich mitnehmen. Ja, okay, nichts Wichtiges. Gut, okay. Genau, das haben wir jetzt relativ zeitzügig gefunden. Jo, dann haben wir sogar das Thema Trostruinen relativ zeitnah geschafft. Ich bin sicher, dass wir jetzt irgendwie in der Verpackung durch sind. Gut, dann heilen wir das Team. Oh, hab ich die Kombi noch nicht eigentlich drin gehabt? Ach so, nein, weil ich das Ei mit dabei habe. Okay. Ich dachte jetzt, wir haben jetzt das Ei. Egal, alles gut. In irgendeinem Artikel kann man das Pokémon natürlich schnell heranwachsen. Ja, so ist das halt. Zwei gleiche Pokémon, gleich im Level und alles drum, dann können natürlich halt sich ungleich anwachsen. Das ist vollkommen normal. Ich glaube, es gibt selten mal zwei gleiche Pokémon. Und trotzdem, Stein, das ist recht bald. Du kannst zwar unterwegs im Café eine Pause machen, einigen, aber empfehlen würde ich das nicht. So, ich überlege gerade. Nee, komm, wir machen jetzt Feierabend. Wir sind dann nicht. Ja, Moment, wir haben noch. Ja, wir haben. Ah, 10 Minuten. Also. Ja, gut, komm, sei es drum. Wir machen Feierabend. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder. Das ist halt eine Kurzfolge. Und in der nächsten Folge erkunden wir dann Trost zu Ende. Bis dahin und ciao.
Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und heute ist Trostu dran. Och, die Fusche läuft hier tut richtig gut. Ach, die Pokémon scheinen sie zu genießen. Jetzt dann besuche ich den Turm der Runen. Der Weg in den Pokémon sind praktisch deine Geschichte. Es gibt ja so eine App, Pokémon History. Damit hältst du Informationen zu deinen Pokémon finden. Du willst die Pokémon. Ach, cool, ich habe eine App bekommen. Ich habe eine App bekommen von ihm. Sehr cool. App ist doch viel. Ich will mir die App ganz gut angucken. Gut. Machen wir weiter. Wenn ich kurz bin, möchte ich mal am Pokémon Hort arbeiten. Mach das. Hallo, Reisender Trainer. Nach einer Arena suchst du die Stadt leider vergebens. Sprich stattdessen doch mal Schleide oder Weideburg. Genau, Schleide ist die Arena Nummer 3 und Weideburg direkt hintereinander die Arena Nummer 4. Das ist die Pension hier. Ich bin der Leiter des Pokémon-Horts und gebe als solcher Gutacht auf die wertvollen Pokémon der Trainer. Sprich mit meiner Frau, als du ein Pokémon in unsere Abschied geben willst. Nö. Immer wieder habe ich ein Pokémon-Hort ein Ei gefunden. Allerdings weiß niemand, wie diese Eier dort gelangen. Ist sie wohl jemand dort versteckt? Ist das, weil jemand gesehen hat, wie Pokémon-Eier liegen? Ist das also nicht bewiesen, dass die Eier überhaupt von Pokémon stammen? Ja. Ja. Okay. Diese kleine Stadt, ne? Hab ich hier schon gequatscht? Haben wir hier noch drin? Zeitungsverlag. Was machen sie und das tun? Das ist Sache. Ah, Moment. Ich muss mich gerade nur ganz kurz mal anders hinlegen. So, die Zeitung von Sinnoh hat zwar keine riesige Auflage dafür umso mehr Fans. Und sie geht genau hier in Druck. Ohne Drucker. Pokémon Wochenschau, lautet der Titel dieser Artikelreihe, der. Ach so, das ist das. Ich habe gehört, ich hätte die mal gequatscht. Welche Unterschiede an den Pokémon vorgestellt wurden? Keine. Finsterball hält am besten bei Nacht und in Höhlen. Der Flottball, umso früher, umso besser. Und was war das letzte? Der Heilball, ne? Ja, Heilball, wenn ihr ein Pokémon damit fangt, ist es dann komplett geheilt. Gut, okay, das hast du schon mal gesagt. Vorher war eine neue Straße, sonst weiß man nichts. Da zwei Pokémon und Menschen her und mit dem Zeitpunkt stand dieser Ort. Also ja, gut, okay, das haben wir schon mal. Gut. Gute zweite Szene und Trostu. Na gut, klar.
So, gehen wir auf jeden Fall mal weiter da oben. Nein, ich bitte keine Bären einpflanzen, Mann. Ich dachte mir, jetzt haben wir schön eine Stadt hier, aber die dauert ja nur 2 Minuten, dann ist es ja durch. Dann machen wir die Route 210 direkt mit dabei. Komm. Wenn die nicht allzu lang ist, dann kriegen wir so eine Runde. Nehmen wir die ganzen Bären hier mit. So ein Charmierer. So, ich glaube, ich habe...